Mit meinem Vortrag Zukunft mit China schaffe ich den Schülern und Schülerinnen einen ersten Zugang zu diesem gigantisch großen und auch spannenden Land. Zu Beginn des Vortrags gebe ich einen groben Überblick, damit man ein Verständnis und auch ein Gefühl dafür bekommt, wie groß und auch wie viele Menschen dort leben in diesem Land. Wir gehen dann aber auch eine Stufe tiefer rein und ich erkläre, wie die chinesische Sprache funktioniert und die Schüler und Schülerinnen üben auch ein chinesisches Sprichwort ein. Es geht dann weiter mit Beispielen der chinesischen Alters- und Altersgenossinnen, also wovon sie träumen und wie sie sich die Zukunft vorstellen. Sich mit China auseinanderzusetzen ist in meinen Augen wahnsinnig wichtig, weil China einfach auch die Zukunft bestimmen wird und somit ausschlaggebend ist auch für die Zukunft der Schüler und Schülerinnen hier in Deutschland. Und deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen und motiviert mich, an Schulen zu gehen und dort von China zu berichten und den Schülern und Schülerinnen vor allem einen ersten Zugang zu diesem Land zu geben, um sich dann auch im Anschluss selbst oder auch im Unterricht intensiver mit China zu beschäftigen.